Am Mittwoch hat Jerome Powell auf der Pressekonferenz gesagt, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Heute Auftritt des New Yorker Fed-Chefs Williams, der sagt, nein, wir haben nicht über Zinssenkungen gesprochen. Viele Beobachter an der Wall Street sprechen von einer echten Clownshow, die hier abläuft. Das ist wirklich kaum mehr zu fassen. Da widerspricht also der faktisch zweitwichtigste Mann innerhalb der Fed, denn die New Yorker Fed ist extrem wichtig, ist extrem rausgehoben aus oder von den anderen Distrikten. Der widerspricht jetzt dem Fed-Chef und sagt, nö, haben wir doch nicht gemacht. Am Freitag sind die Märkte ja geradezu explodiert aufgrund der Aussagen von Powell. Und jetzt kommt der zweite Mann innerhalb der Fed und sagt, nö, stimmt alles nicht. Was ist da los? Das wollen wir uns anschauen. Wer lügt? Denn einer muss ja letztendlich die Unwahrheit sagen. Hat man jetzt gesprochen? Hat man nicht gesprochen? Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Irgendwie passt das natürlich nicht ganz zusammen. Hier, Williams, wir sprechen nicht über Zinssenkungen. Es wäre verfrüht, darüber auch nur nachzudenken. Das ist ein völlig anderer Text, ein völlig anderer Tenor als das, was Jerome Powell am Mittwoch gesagt hat. Das ist wirklich fast schon Realsatire, die hier passiert. Und Paul nochmal, Rate Cuts are a topic of discussion right now. Also ganz klar, wir haben darüber gesprochen. Diese seltsame Wende hat ja viele überrascht. Und hier hat sich dann John Williams, um wahrscheinlich diesen direkten, diametralen Widerspruch nicht allzu groß erscheinen zu lassen, hat er sich dann auf Powell berufen. Ja, wie Jerome Powell gesagt hat, ist die Frage, sind wir jetzt restriktiv genug, damit die Inflation wirklich auf 2% zurückkommt. Also er widerspricht dem Fed-Chef komplett diametral auf der einen Seite, mildert das Ganze ein bisschen ab, indem er ihm zitiert, das ist ein richtiges Zitat, Paul hat gesagt, ja, wir sind dabei, das so ein bisschen auszutarieren, aber faktisch war die Botschaft von Paul ja offenkundig eine ganz andere. Also ich denke, es ist zu früh, auch darüber nur nachzudenken. Das klingt völlig anders als das, was Paul gesagt hat. Und Zero Hedge hat das schon antizipiert. Wir waren ja jetzt bis heute in der sogenannten Blackout Period. Das ist die Periode 2 Wochen vor einer Fed-Sitzung und ein Tag nach einer Fed-Sitzung. Heute also die erste Möglichkeit für andere Fed-Mitglieder sich zu äußern. Das hat Williams gemacht bei CNBC, nicht bei irgendeiner Rede hinter verschlossenen Türen, sondern bei dem Börsensender in den USA schlechthin. Er wollte also eine gewisse Wirksamkeit erreichen, offenkundig. Und Zero Hedge hat das Ganze schon antizipiert und hat gesagt, ja, das wird wohl kommen, dass bald dann Fed-Mitglieder auftreten werden, um das wieder einzugrenzen, was Paul da angerichtet hat. Und genauso ist es bekommen. Es gab ja diese Everything-Rally. Anleihen massiv gestiegen, Aktien massiv gestiegen. Heute sehen wir eine Headline bei Bloomberg, Rally cools as March rate cut in doubt. Also plötzlich ist die Zinssenkung im März wieder in Frage gestellt hat. Und Williams hat indirekt auch gesagt, dass die Märkte komplett übertrieben haben. The market may be reacting more strongly than Fed's forecast suggest. Also der Markt hat übertrieben, das kann man vielleicht ganz klar so übersetzen. Sven Henrik zeigt, wir hatten dann einen Rücksetzer an den Aktienmärkten, aber sehr moderat. Als Paul gesagt hat, wir haben Rate Cuts diskutiert, 85 Punkte im S&P. Jetzt gab es mal einen Rückschlag von 8,5 Punkten. Also die Märkte sagen sich, naja, im Zweifel hören wir auf den Boss, oder? Nämlich auf Paul. Sonst wäre das ganz anders verlaufen heute, wenn man das wirklich ernst nehmen würde. Aber auch wie das Sven Henrik, it's embarrassing at this point. Also es ist wirklich nervend an diesem Punkt. Die Fed macht sich im Prinzip lächerlich. Mohammed El-Erian sagt, ja, es hat nicht lange gedauert. Once again war die Fed offenkundig gezwungen, sich ein bisschen zu revidieren. Und man wird sehen, so Mohammed El-Erian, ob das erfolgreich sein wird angesichts dieses Pivots, den Paul hier geliefert hat und der
technischen Marktsituation, die jetzt bereits eingetreten ist. Stand jetzt ist das nicht passiert. Also Stand jetzt sagt man nur, Paul wird schon wissen, was er gesagt hat. Hier sehen wir mal die Zinserwartungen in den Fed Fund Futures. Und da sehen wir 65,6% Wahrscheinlichkeit, dass im März, also bei der übernächsten Sitzung, die Zinsen gesenkt sein werden oder die Fed die Zinsen senkt. Nur 23,9% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen im März so sind, wie sie jetzt sind. Also, das ist ein klarer Widerspruch dann wiederum zu Williams, der gesagt hat, es ist zu früh auch nur darüber nachzudenken, die Zinsen zu senken. Also die Märkte zweifeln an diesen Aussagen. Warum aber hat Paul so agiert, wie er agiert hat am Mittwoch? Albert Edwards, die Legende von Société Générale, hat gesagt oder bekräftigt das, was andere sagen. Ja, das ist eine Art Wahlkampfhilfe für Jerome Biden, Joe Biden, weil dessen Zustimmungswerte jetzt auf ein Allzeittief gesunken sind und faktisch zieht ja wohl Janet Yellen im Hintergrund die Fäden. Und faktisch ist ja die Regierung der Boss, die Fed ist im Prinzip ein ausführendes Organ, sieht man schon daran, dass ja der Präsident in den USA den Fed-Chef ernennt oder auch abberufen kann. However, es ist, hat durchaus schwere Konsequenzen, was Paul da gesagt hat, denn die Nachfrage wird massiv anziehen, damit sind die Inflationsgefahren wieder da. Wenn wir uns zurückerinnern, mal am Anfang von Corona gab es Güterknappheit. Da war die Inflation eine Güterpreisinflation. Das hat dann gewechselt. Die Güterpreise sind mit dem Wiederaufleben der Lieferketten, haben sich wieder normalisiert. Aber die Inflation ist geblieben im Dienstleistungssektor. Das ist jetzt der Inflationstreiber. Und hier nochmal eine Analyse auch. Hier sagt zum Beispiel Kobayashi Letter, ja, also aus unserer Sicht ist das Ganze deshalb jetzt passiert, weil die Fed gemerkt hat, wow, wenn die Financial Conditions sich weiter auflockern, dann entsteht wieder neue Nachfrage, dann wird wieder neue Inflation kommen. Das ging uns jetzt ein bisschen zu schnell aus der Sicht der Fed, deshalb der Auftritt des New York Fed-Chefs heute. Und man sieht das mit der Nachfrage zum Beispiel. Schauen Sie sich mal an, Homebuilder-Aktien, hier das entsprechende ETF, so überkauft wie noch nie in der Geschichte, seit es diesen Index respektive dieses ETF gibt. Nämlich seit 18 Jahren, klar, wenn jetzt zum Beispiel die Renditen sinken, die Kapitalmarktzinsen also nach unten gehen, dann wird Geld wieder billiger, dann sagen alle, Mensch, ich kaufe mir doch lieber ein Haus. Jetzt sind ja die Mortgage Rates, sind die Hypothekenzinsen wieder deutlich gesunken, also geht die Nachfrage nach oben, werden die Hauspreise weiter steigen, das wiederum schlägt sich dann über die sogenannte Homeowners Equivalent Rent auch in den Inflationsdaten nieder, wird die Mieten wieder nach oben bringen und so weiter und so fort. Wir sehen diesen absoluten Enthusiasmus bei den Hausbaueraktien und wie das Ganze jetzt schon wirkt oder wir hatten ja schon im gesamten November vor dem Auftritt von Paul diese Lockerung der Finanzkonditionen. Das haben wir heute im Einkaufsmanager-Index gesehen aus den USA. Gewerbe war schwach, Service wieder mal besser. Aber wie hier S&P Global sagt, die Daten erhoben haben, looser financial conditions have helped boost demand. Also die Lockerung der Finanzkonditionen hat die Nachfrage stimuliert. Das ist genau das, was viele Kommentatoren auf meinen Videos bei YouTube nicht so ganz einsehen wollen, dass lockere Finanzkonditionen Nachfrage schaffen. Dazu gehören auch steigende Aktienmärkte. Die Leute sind reicher. Wer reicher ist, konsumiert mehr, schafft damit mehr Nachfrage, damit steigen die Preise und das sehen wir an allen Fronten. Hier haben wir auch gesehen, dass die Preiskomponente sehr hoch bleibt und diese Euphorie hat sich natürlich auch in die Aktienmärkte transferiert. 19% der S&P 500 Aktien haben ein 52-Wochen-Hoch gemacht, das ist der größte Anteil seit Mai 2021. Faktisch ist ja vor allem, das hat eine Hosse hingelegt, was vorher nicht so gut gelaufen ist. Aktien aus dem Russell 2000, alles was jenseits der Magnificent Seven ist, dieser magischen sieben Aktien, die ja faktisch die Indizes oben gehalten haben, ist besonders stark gelaufen. Und das trotz der Tatsache, dass die Gewinnerwartungen immer weiter sinken oder gesunken sind, sehr deutlich für die Unternehmen aus dem S&P 500. Wir sehen diese Euphorie jetzt bei den Retail-Tradern, also bei den Privatinvestoren in den USA. Wir haben den dritthöchsten Wert, was die Confidence, was also die Euphorie betrifft, in den letzten 25 Jahren.
All das kann länger bleiben, Überkauftheit eines Marktes kann länger bleiben, aber irgendwann schnappt eben das Seil dann doch zurück. Heute bisher noch nicht. Wir haben heute ja diesen gigantischen großen Verfall, bisher die Volatilität noch relativ eingegrenzt. Mal sehen, wie das dann wird Richtung Handelsende hin. Da dürfte noch mal einiges kommen. Aber eins wissen wir jetzt, die Rezession kommt, nachdem Jim Cramer gesagt hat, sie kommt nicht. Das ist das sichere Todesurteil für die US-Wirtschaft, wenn der gute Cramer das sagt. Wir sind schon ein Stück weiter. Deutschland bleibt in der Rezession. Das haben die deutschen Einkaufsmanager-Indizes gezeigt. Hier heißt es, wir haben jetzt den höchsten Inflations- oder der Inflationsdruck hat so stark zugenommen wie seit 7 Monaten nicht mehr. Gleichzeitig eine steigende Zahl von Unternehmen, sowohl im Servicebereich als auch im Gewerbe, berichtet von einer rückläufigen Geschäftstätigkeit. Das heißt, wir steuern auf eine Art Stagflation zu. Die Unternehmen haben höhere Kosten, weil vor allem die Löhne steigen. Die müssen sie entweder weitergeben oder es frisst sich in die Marge rein. Das gibt da nur zwei Alternativen. Und was macht die EZB? Die hat ja gestern gesagt, boah, wir werden die Zinsen mal so lassen einige Zeit. Heute Auftritt Villeroy, französischer Notenbankchef, der sagt, nein, also die Wirtschaft sowohl der Eurozone als auch Frankreichs wird nicht in die Rezession kommen. Eine halbe Stunde später haben wir dann die französischen Einkaufsmanager-Indizes gesehen. Manufacturing, also Gewerbe 42, alles unter 50 ist Schrumpfung. Service 44,3, also Katastrophe, fast schon katastrophale Werte, muss man sagen. Das ist sogar teilweise unter den Niveaus des Jahres 2020, als Corona grassierte. Also die großen Volkswirtschaften in der Eurozone sind allesamt schwach, aber man glaubt, dass man die Zinsen länger hochhalten kann. Die Europäer, die EZB hätte viel mehr Gründe, über Zinssenkungen nachzudenken als die Fed. Aber die EZB sagt, nee, machen wir nicht. Hier sehen wir nochmal die Einkaufsmanager-Indizes oder ja aus der Eurozone, der gesamten Eurozone. Auch schwächer als erwartet in jeder Hinsicht. Und die EZB ist hinter der Kurve wieder mal. Sie war, als die Inflation schon längst begonnen hat, hinter der Kurve. Jetzt hat die Rezession begonnen und sie ist in Sachen Rezession hinter der Kurve und wird massiv umsteuern müssen. Zumal die Schwäche in Deutschland, der wichtigsten Volkswirtschaft, sich fortsetzen wird. Denn die Ampelregierung hat faktisch mit der Haushaltseinigung, die ja nötig war aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, die Sparauflagen einfach an die Bürger weitergereicht. Wir tragen die Kosten für das, was jetzt eingespart werden muss, wie Daniel Stelter schreibt. Ganz klar, Wohnen wird teurer, Benzin wird teurer, Strom wird teurer, alles wird teurer. Das ist ein Inflationsschub. Das hat auch Sarah Wagenknecht aus meiner Sicht richtig analysiert, die unser Leben verteuert, nämlich die Wirtschaft ruiniert. Und so weiter und so fort. Sarah Wagenknecht ist aus meiner Sicht eine gute Analytikerin des Bestehens, denn ich habe nur große Probleme mit ihrem Gegenentwurf, was sie vorschlägt. Das ist ja letztendlich dann auch eine sozialistische Form des Wirtschaftens, die da kommen würde, die niemals funktioniert hat und nie funktionieren wird, die letztendlich alle ärmer macht. Aber sei es drum, in der Analyse hat sie aus meiner Sicht recht und die Folgen sehen wir in den neuesten Umfragen oder in den neuesten Umfragen hier. Wie ist die Zustimmung zur Bundesregierung, zu den verschiedenen Parteien? Da stürzt man auf einen neuen Tiefstwert ab. Sowohl SPD als auch Grüne verlieren 1%. Damit hat man jetzt die geringsten Zustimmungswerte und die drei Koalitionsparteien haben jetzt in etwa so viele Stimmen wie die CDU alleine, die auch nur leicht zulegen konnte, wie auch immer, auf jeden Fall gibt die Ampel ein desaströses Bild. Man vertreibt die Wirtschaft weitgehend aus Deutschland, gerade die energieintensive Wirtschaft, die will man nicht haben. Sollen sie doch woanders hingehen und die Arbeitsplätze mitnehmen. Unternehmer, die wie die Bundesregierung führen würden, wären längst pleite. Eine Headline einer Zeitung, ich glaube, da kann man nur zustimmen, das würde in der freien Wirtschaft nicht lange funktionieren. Derzeit funktioniert es schon nicht mehr im Bereich Immobilien. Die Geschäftslage im Immobilienbereich so schlecht wie noch nie. Da ist man tief in einer Rezession. Warum, wieso, weshalb, wie die Aussichten sind, das erfahren Sie in der ersten Artikelempfehlung und die zweite und letzte Artikelempfehlung. Die Rallye braucht eine Abkühlung. Warum, wieso, weshalb in der zweiten Artikelempfehlung. Und jetzt empfehle ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns
am Montag in alter Frische. Servus, ciao.